Neuer Tag, neues Glück und damit herzlich willkommen zurück zu Marvins Mittens, der hier aus seiner Bude schon mit dem Schlitten rausspringt. Das war unerwartet. Okay, und jetzt stecken wir fest. Gut, wahrscheinlich hätten wir den Schwung von Anfang an mitnehmen sollen. Was ist denn da oben? Wie hoch wir jetzt kommen? War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Stimmt. Oh, jetzt kommen wir sogar fast auf den Stamm da vorne. Oh, wir kommen immer weiter, Leute. Wir kommen immer weiter. Aber ich würde ja ganz gerne weiter Tiere malen. Das heißt, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach diesem Vogel. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo der denn ist. Der war irgendwo auf irgendwelchen Bäumen. Na, komm, jetzt schwing dich. War der schon hier? Nee, der war noch ein bisschen weiter, ne? Gehen wir erstmal hier in die nächste Ebene. Huch, da kommen wir wieder unten raus. Irgendwo hier war doch Le Vogel. Genau, hier war der Schneemann. War hier nicht auch der Vogel irgendwo? Immer ganz, ganz vorsichtig voran. Wo bist du denn, kleiner Piepmaps? Piepmaps, wo bist du? Muss hier doch irgendwo sein. War der nicht hier? Verdammt, ey. Krieg ich den jetzt echt nicht mehr? Ist doch nicht. Doch, da ist er. Ich muss X drücken. Ja, ich sehe ihn. Ha! Hab dich. Jetzt bist du für immer hinter meinem Haus gefangen. 2 von 11. Perfekto mio. So, mehr wollte ich hier auch gar nicht. Machen wir einfach weiter. Und ich guck mal ganz kurz auf der Map. Oh, wir haben im Small Forest tatsächlich fast alle Schneeflocken schon gefunden. Crazy, ob wir jetzt schon an alle drankommen. Ah, versuchen wir vielleicht beim nächsten Tag. Erstmal würde ich gerne weiter nach vorne preschen. Denn hier haben wir bestimmt auch irgendwo Schneeflocken, die wir übersehen haben. Zum Beispiel hier unten. Zack, da wäre ich fast drüber gesprungen. Oh, Fuchs. Nein, falsche Taste. Okay, müssen wir uns merken. Hier ist auch noch ein Fuchs unterwegs. Alles klärchen. Ist vorprogrammiert, ist gemerkt. Hier unten ist nichts mehr. Ich halte mich mal etwas am Boden, denn ich glaube, hier habe ich bestimmt irgendwas übersehen. Oh ne, hier war ich relativ gründlich. Okay, nächstes Elfcamp. Ach, deswegen sind es wahrscheinlich auch Elfen, weil da steht Elfcamp. Ja gut, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das habe ich jetzt erst realisiert. Ach herrje. Hi. Okay, die scheinen hier nicht mehr allzu viel zu machen. Unser Buddelprofi hat hier schon ein bisschen rumgebuddelt. Hier kommen wir nicht hoch, aber hier. So, schwingen wir uns mal hier in die Höhen. Hier können wir wieder einen Schlitten auspacken, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt diesmal. Denn ich versuche hier mal alle Schneeflocken unterwegs mitzunehmen, die wir letztes Mal mit dem Schlitten verpasst haben. Was absolut keine waren. Gut, dass wir das gemacht haben. Perfekt, da bin ich ja beruhigt. Kommen wir denn auch hier ohne Schlitten hoch? Opa! Oh, aber ganz knapp nicht. Ah, das gibt es nicht. Okay, pass auf, dann müssen wir da wohl doch den Schlitten einmal auspacken. Zack, 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 zack. Los, schwing dich. So, Schlitten raus und einmal umdrehen und wuhu. Ab geht die wilde Fahrt. Yay! Okay, jetzt. Nein. Stopp. Einmal absteigen, bitte. Okay. Und jetzt würde ich hier gerne einmal runterlaufen. Haben wir hier noch irgendwo. Ja. Nein. Ah, ich war schon wieder zu fix. Verdammte Kacke. Okay, Hase und Fuchs. Muss ich mir merken. Für den nächsten Tag werden wir sie erwischen. Hier war ja tatsächlich auch gar nichts mehr. Wie viele Schneeflocken haben wir? Was? 37 haben wir hier. Aber, oh, da vorne zum Beispiel. Ah, da kommen wir noch nicht ganz hoch genug, glaube ich, um alle zu erwischen. Gib nochmal mein allerbestes. Oh, was? Die sind auf einer Wolke, die sehe ich kaum. Die ist für mich viel zu hell. Ist sie denn so hell? Ich sehe gerade links auf dem Fenster habe ich OBS auf. Da ist es deutlich einfacher, das Ganze zu erkennen. Ich muss einfach über OBS spielen, das ist ja gar kein Problem. Dann gucke ich halt auf den linken Bildschirm beim Spielen. Ich sehe nämlich die bei mir so gut wie gar nicht. Das ist so unfassbar hell. Okay, interessant. Wir sind auf den Wolken. Unfassbar. Hier unten war noch eine Schneeflocke. Ah, na. Ja, gut. Das war natürlich richtig profihaft von mir. Das machen wir direkt noch einmal. Da scheint es ja noch einiges noch zu geben. Und da scheinen wir auch hoch genug für zu kommen. Und eppa. Und wuhu. Und zack. Okay, hier müssen wir irgendwo runterfallen, denn weiter kommen wir hier, glaube ich, nicht wirklich. Nee, da hoch kommen wir nie im Leben. Nee. Nie im Leben kommen wir hier hoch. Ich weiß gar nicht, wie wir jemals hier hochkommen sollen. Never mind. Ach, krass, dann haben wir sie hier echt, ne? Ja, links und rechts hier scheint auch nichts mehr zu sein. Doch.
Boah, da müssen wir aber noch ein ganzes Stückchen höher kommen. So, wo waren hier die Schneeflocken? Ach, genau hier. Perfekt. Gut, da haben wir hier wieder einige eingesammelt. Wie viele haben wir denn jetzt? Eine einzige fehlt uns noch. Willst du mich rollen? Das war die eine, die wir da oben gesehen haben. Aber ich glaube, da kommen wir erst ziemlich spät hin. Denn jetzt sehe ich da noch keine Möglichkeit, da hinzukommen. Ich laufe mal hier ganz vorsichtig lang, in der Hoffnung, dass wir hier ein Tierchen entdecken. Ja, sieht hier aber nicht so aus. Oh yeah, da habe ich noch ein paar Schneeflocken erwischt. Komme ich denn da links wieder hoch? Jawohl. Nee, okay, das war keine Strebe zum Draufstehlen. Okay, gut, dann halt nicht. Ist hier irgendwo ein Tierchen noch unterwegs? Tierchen? Ach nee, nur ein Elfchen, da könnte ich speichern. Stimmt, hier waren wir letzte Mal, bevor wir heimgerufen wurden. Das heißt, vielleicht kommen wir jetzt sogar ein Stückchen weiter als letzte Mal. Und hepp. Jawoll, ja. Ich weiß gar nicht, ob das zeitbasiert ist hier. Zack. Oder ob wir unendlich viel Zeit haben, wir einfach an bestimmten Punkten wieder heimgerufen werden. Aber egal wie es ist, oh, ich bin einfach schlecht. Egal wie es ist, wir werden bestimmt genügend Zeit haben, hier alles zu erforschen. Und dieses kleine Spielchen vielleicht sogar durchzuspielen. Was ist denn, komme ich hier unten eigentlich weiter? Nee, sah nur so aus. Schade drum. Und, oh, der dreht sich immer so süß. Ich würde ja schon absolut einen Drehwurm bekommen. Guck mal, wie oft er sich dreht in der Luft. Boah, da wäre ich aber schon raus an seiner Stelle. Boah, kann das gar nicht ab. Auf Achterbahn oder sowas im Freizeitpark. Also Achterbahn gehen. Achterbahn habe ich kein Problem mit. Aber Kettenkarussell oder irgendetwas, was sich die ganze Zeit dreht. Oh, da kacke ich ab. Da ist echt, boah, das geht gar nicht klar. So, und dich einmal einsammeln, komme ich an die anderen beiden da vorne auch dran. An den hier auf jeden Fall. Der hier wird vielleicht etwas kniffliger, aber wenn wir uns strecken, schaffen wir auch das perfekt. So, sag dich. Dann gehen wir einmal nach hier drüben hin. Oh, jetzt hier kleine Stufen hier. Müssen wir da dran kommen, um an den hier zu kommen? Nein, wir können doch einfach so hier hoch. Zack. Und zack. Und dann kommen wir hier vorne auch drauf. Ich hoffe, hier kann ich drauf stehen. Jawoll. Da oben links sehe ich doch noch etwas. Alles klärchen. Jetzt kommen wir auch hier dran. Oh, hier sollen wir einen Schlitten eigentlich auspacken, um nach rechts zu rodeln. Aber ich laufe hier links erstmal lang, denn die haben wir letztes Mal übersehen. Und jetzt kriegen wir vielleicht beide, ohne runterzufallen. Das wäre ganz schön. Ja, voll ja. So, jetzt sollen wir den Schlitten auspacken, um nach rechts zu gehen. Aber ich kann auch einfach springen. Ah. Oh, ich würde gerne eine Etage nach unten gehen. Um die Flocken da vorne einmal einzusammeln. Ah, und mir den Kopf zu stoßen. Jawohl, ich hab's. Okay, perfekt. Komme ich hier unten auch weiter? Nee, ich muss jetzt tatsächlich oben lang. Das ist ja gar kein Problem. Da stoße ich mir noch einmal die Rübe. Und biege einmal nach... Upsig, hier vorne. Sag, wir sollen hier den Schlitten auspacken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit weiterkommen. Aber ich versuch's mal. Ja, nee, also das sehe ich jetzt... Also nee, das fühle ich nicht. da fliegen wir vielleicht einfach mal so weiter. Oh, und diese beiden Flocken sind meins. Zack dich. Oh, wir kommen auch in einen neuen Bereich. Branchwood. Okay, Hallöchen. Hier ein Tierchen, was ich gerne zeichnen möchte. Ich laufe erstmal am Boden lang. Ah, nee, hier ist nur schon wieder so ein kleines Elfchen. Können wir dann speichern und zurück ins Bettchen gehen. Aber ich will nicht zurück ins Bett. Ich will ja meinen Handschuh finden und der findet sich nicht von alleine. Was bist du denn? Siehst aus wie... Ah, ja, ich kenne den Namen von den Viechern. Ich weiß ihn aber gerade nicht. Ah, wie heißt ihr denn nochmal? So kleine Schneefüchse oder sowas. Ah. Oh, hoppa. Dich kriege ich auch noch. Oh mein Gott, wie hoch geht's denn hier hinaus? Komme ich hier runter? Vielleicht muss ich hier irgendwie runterfallen, um dann hier einzustürzen. Auf das probieren wir mal. Wir gehen mal hier links nach oben und gucken mal, wie weit wir hier hochkommen. Oh, wir fangen mal ganz, ganz links an. Hier vorne scheint das Level ja zu beginnen. Klettern wir einmal auf den ersten Zweig, auf den zweiten. Der dritte folgt zugleich. Und zack, komme ich denn da schon hoch? Oh, das könnte nicht gehen. Schade, da sind wir noch etwas zu schwach für, hätte ich fast gesagt. Haben wir noch etwas zu wenig Schneeflocken für gesammelt. Aber wirklich, Marvin, streng dich doch mal an, du Schwächling. Dich doch hier mal ordentlich. So, rupa. Und ja. Zack. Wie hoch kommen wir denn hier? Oh, guck mal, da hinten ist sogar unsere Hütte. Seht ihr das da hinten links? Wie knuffig.
Und zack. Und bitte einmal wieder. Wups. Und noch einmal hoch und... Jo! Oh, wir sind ganz schön hoch hinausgekommen hier. Ich sehe denn irgendwas? Hier scheint gar nichts zu sein. Ich könnte jetzt hier wieder runterklettern einfach. Warte, war das nicht hier, wo... Ich spring mal hier einfach runter. War das nicht hier, wo der Boden... Ja, das war der Boden. Genau da, aber da können wir leider nicht durchfallen. Schade drum, gehen wir ins nächste Biom. Under Hollows. Hallöchen. Da ist wieder unser kleiner suppenbrauender Freund. Oder schokoladenbrauender Freund wohl eher. Denn der bietet uns ja immer einen köstlichen Kakao an. Den wir aber wieder ausschlagen werden, weil ich hier alles einsammeln muss. Die Zeit, Kollege, die Zeit drängt. Meine Mutter ruft, nein! I'm coming. Tja, dann bis zum nächsten Mal.